Daraus haut mit einer seiner Hände gegen den Stamm der zwei Schwestern. Dann habe ich nicht nur den Glauben zu ihm verloren, sondern beginne ich auch schon meine Freunde zu verlieren. Du hast etwas viel Besseres gewonnen. Was soll das denn sein? Bist so viel mächtiger. Spürst du es nicht? Weil ich euch befehligen kann und dieses Schiff. Hör nicht auf sie. Hör nicht auf sie. Sie flüstert dir nur Lügen ein. Was ist darin eine Lüge? Das sind die Tatsachen. Aber eins sage ich euch, diese Arche, sie wird das letzte Mal für Kummer und Leid verantwortlich gewesen sein. Von heute an wird sie sich dem Kampf gegen die Anderswältigen widmen. Sie wird ein Zeichen sein. Vorderstes Schiff an der Flotte des Mittelreichs. Das schwöre ich euch. Gut. Unbegrenzte Macht. Derweil unten auf dem Zentraldeck. Fiona hat sich die ganze Mannschaft antreten lassen. Alle diejenigen, die jetzt schon mit dem Essen fertig sind, und die stehen jetzt gerade zwischen den Astgabeln, die jetzt befreit worden sind von den Skeletten. Und ja, man hat jetzt die Aufstellung vor einem der großen Harpunenhalle gemacht. So, hört mir zu. Bevor wir anfangen mit dem Training. Ich weiß, es ist viel Chaos hier auf dem Schiff. Oder auf diesem Ungetüm oder wie auch immer wir es nennen mögen. Euer Captain Yalan hat nicht so viel Ahnung, was hier passiert. Keiner hat Ahnung, was hier passiert. Und wir müssen damit klarkommen. Deswegen gibt es nur den Weg, jemandem zu gehorchen, der euch retten will. Das ist bestimmt auch Yalan. Das sind auch die anderen, die mit ihm reisen, und das bin momentan auch ich. Ich kann euch das beibringen, was ich gelernt habe. Diese Waffen hier zu bedienen und alles abzustechen, zu töten, zu schießen, was sich davor befindet und uns droht. Unser Leben nehmen will und uns töten will. Dafür müsst ihr mir aber vertrauen. Es bringt nichts, im ersten Moment Angst zu haben und wegzurennen. Versteht mich nicht falsch, es ist okay, Angst zu haben. Aber es ist nicht okay, wegzurennen. Wir werden das üben, bis ihr es im Schlaf könnt, bis ich euch aufwecke und ihr sofort wisst, wo ihr hin müsst. Wenn ihr das könnt, dann haben wir eine gute Chance zu überleben. Und wenn ihr Angst habt, dann kommt ihr zu mir und ihr hört darauf, was ich euch sage. Habt ihr das alle verstanden und akzeptiert ihr das alle? Ja. Essie, oder ihr kommt zu Das mir. klingt nicht überzeugt. Nochmal, habt ihr das alle verstanden? Ja, wir haben das verstanden. Gibt's noch Fragen? Meine Herren, meine Damen, ihr könnt natürlich auch zu mir kommen, nicht wahr? Ich bin euer Mannschaftssprecher, euer Portavoz de l'Equipo, und ihr könnt natürlich mit allen Nöten und Sorgen auch zu mir kommen. Wenn ihr Wehwehchen habt, geht ihr zu ihm. Alles, was Kampf und Überleben angeht, dann kommt ihr zu mir. Dieser Mann ist ein Großschwätzer, hat aber keine Ahnung von Waffen. Die werde ich dir noch antrainieren, und dann Ah, verlasse ich dich. Signora, das ist doch nun wirklich etwas großspurig. Du bist ein Alanfaner. Du hast keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich werde dir gerne etwas von meinem Wissen abgeben, damit wenigstens einer von euch gebildeter ist als der andere. So. Du da, komm mal her. Ja? Ich nehme einfach mal einen. Okay. Geh mal dorthin und du gehst dahin. Und ich würde jetzt halt ihnen beibringen, wie man mit einer der Rotzen umgehen kann.
Ja, gut. Also Harpunade, wie gesagt, riesige Speere, die zum Drachentöten geeignet wären, zum Einlegen. Und bei den Rotzen ist das dann, je nachdem, was du reintun willst, du hast da aktuell noch ziemlich viel im Laderaum übrig. Kleine Steine, also viele kleine Steine für Streumunition oder große zum Festung einreißen. Erstmal Oder, nur was ganz Kleines. Also fangen wir ganz ja, klein an, schon ne? Wir wollen klar. ja auch nicht alles Oder verschießen. du kannst natürlich auch Brandgeschosse einschmeißen, sodass du dann alles in einen riesigen Flammenteppich dann einfärbst. Erstmal was ganz Kleines, damit eben die irgendwie lernen und damit ich ihnen auch zeigen kann, wie es tanzen. Dann würde ich eben die Sachen, die ich ja schon vorbereitet habe, wir brauchten ja eine Zeit, bis die hinter uns waren, die Turnen und so, würde ich dann sagen, wir schießen und dann halt los. Ja. Ich würde es auch Ugg dann beibringen, wenn er denn was lernen will. Ja, der guckt sich das genauso an. Ja, dann würde ich da oben rum. Oder, ja. Mit allen. Habe ich das Gefühl, dass meine Ansprache sie irgendwie überzeugt hat. Sonst würde ich nochmal mit ihm sprechen. Ja, ich will nochmal eine Lehrenprobe haben. Okay. Das hat ja letztes Mal schon so gut geklappt. Ja. Ja, es dauert alles ein Hä? bisschen langsamer und. Es war ein Moment, es war eine Gassenwissen. Hä? Ach so, das war eine Gassenwissen, ja. Entschuldigung. Ich Kein wollte schon sagen, Problem. eigentlich habe ich doch genug übergehabt, auch bei der ersten Probe schon. 7 Punkte, ja, alles 700 klar. Dann THW. Ja. sind sie doch nicht so langsam wie gedacht und verinnerlichen das. Dann bilden sie rein und reichen sich dann aus der Munitionskammer immer die Steine hin und her. Und der eine kurbelt und der andere richtet das Ziel aus und der andere drückt dann den Entschluss, den Verschlusshaken und so weiter. Und ja, nach und nach kannst du denen dann im Laufe der nun sich anbahnenden Stunden, Klammer auf 3, Klammer zu, ihnen etwas beibringen. Immer noch fällt dicker Schnee auf dem Oberdeck. Mittlerweile ist Gloopdeal auch nach oben gekommen und kümmert sich so ein bisschen darum, dass der blutige Schnee dann vom Oberdeck gefegt wird. Er streut ein bisschen, ja, du willst hoffen, dass es Sand ist, aus. Und ja, dann könnt ihr euch da so ein bisschen bewegen, ohne dass ihr vom Oberdeck rutscht, weil das wird sonst sehr ungut, wenn es teilweise ab und zu gar keine Reling gibt. Da will man nicht in die blutige See rauschen. Jo, aber das ist ja beste Voraussetzung, dann ist ja alles, was nicht mehr Schnee ist, eigentlich einfacher. Ja, Insofern richtig. besser kannst du sein. Ja, Yalan wird von Gesprächen der anderen Söldner so ein bisschen verärgert. Die unterhalten sich da wohl gerade über irgendwelche Frauengeschichten, während du da den Brief in Auftrag gibst und Faruk dann damit entschwindet. Nach ungefähr 10 Minuten kommt er wieder und nickt dir nur noch zu, geht dann aber auch woanders hin, ohne dir dann Rückmeldung zu geben. Ja, stell dir vor, das Mädchen ist so hässlich, dass der Hund anfängt zu jaulen. Naja, und dann habe ich ihr eben die Bluse nach oben gezogen, dann konntest du ihre Brüste sehen und musstest das Gesicht nicht mehr betrachten. Da haben halt meine Brüder angefangen zu lachen und sie wusste eben nicht, dass sie da sind. Plötzlich fängt die an halt wegzulaufen, weil die Angst hatte und knallt dann erstmal voll mit dem Kopf gegen so einen Balken, weil sie die Bluse eben vor dem Gesicht hatte. Wow, geile Idee. Spucke auf den Boden. Gehe Kopfschütteln weiter. Es ist zwar nicht unbedingt ja, gemäßigt oder irgendeine Art von angebracht, aber es sind halt die Söldner, die tun so Dinge. Gehe ich langsam durch den zentralen Gang des Schiffes. Schau mal in diesen neuen Treppenaufgang rein, der ja geschaffen wurde, und sehe mich nach meiner Knappin um, die hier irgendwo sein muss. Zumindest hast du sie hier hingeschickt, einen Richtig. Aufgang zu hacken. Keine Und so Spur. langsam ist sie lang genug fort, dass ich mir Gedanken mache. Ja, zumindest ist sie nicht in der Wand, was vielleicht noch eine Befürchtung wäre. Zumindest ist sie nicht in einer Wand, so dass du sie sehen kannst, eingeschlossen mit dem Gesicht aus Holz oder so. Auch das vielleicht eine, ja, eine Idee, die dir gekommen wäre. Viertelstunde würde ich sagen, verbringe ich damit, einfach mal zufällig durch in leere Räume und Gänge hineinzuschauen. Wenn sich da nichts findet, werde ich frustriert den Weg zu Evadarius antreten. Gassenwissen. Erschwert um 3, weil du kennst dich hier nicht aus, alles ist merkwürdig. Gassenwissen habe ich nicht. Oh, dann ist das eine Menschenkenntnis. Also 13. Doch. Okay, ich schmeiß Ja, einfach mal einen beziehungsweise W6. Menschenkenntnis, die Ableitung von Menschenkenntnis ist halt so ein bisschen. Ist egal, Ja, habe ich nicht du geschafft. findest sie nicht. Also die Ableitung war halt ein bisschen merkwürdig, weil es keine Menschenkenntnis auf dem Schiff ist, aber passt. Ich hätte orientieren genommen, aber das hätte ich auch nicht geschafft. Ja, orientieren, passt. Nee, du geisterst durch das Schiff hindurch und findest sie nicht. Nur dann stapfe ich
Ein wenig konsterniert und mit ungutem Gefühl die Treppe hinauf in der Verleihers Richtung. Will ihn eigentlich nicht stören, wenn ihr das... Ah, Magister. Habt ihr mit ihm gesprochen? Was denkt ihr, wie lange es dauert, bis wir in Festung sind? Also bei Festung. Keine Ahnung. Musst du ihn fragen, hat er nicht gesagt. Und Brindija läuft weiter runter. Dann natürlich... Er und seine Bücher. Naja, gut. Dann geht's weiter. Ja, ich nehme mal, ich komme ohne Zwischenfälle oben an und schauen wir mal in den Raum rein. Euer Gnaden, störe ich? Ah, ja dann. Nein. Kommt rein. Ich sitze hier vorne. Ach, da vorne. Ja, ich habe euch erst nicht gesehen. Ich hoffe, das Schiff kontrolliert sich gut. Nun, man braucht den Steuerfrauen nur einen Befehl geben und sie müssen ihn ausführen. Danach, nun... Fährt das Schiff selbst ohne Crew. Erzähl es ihm! Ja. Was sagt sie jetzt schon wieder? Ich will euch irgendetwas einreden. Celeste, sei still. Sie ist mir ja nicht geheuer. Ich will euch nicht länger aufhalten als nötig. Ich habe meine Knappen ins Unterdeck geschickt gehabt, einen Weg nach oben zu suchen. Das war bevor ihr das Schiff diesen Gang habt wachsen lassen, den Aufgang. Ich kann sie nicht mehr finden. Ich hatte gehofft, ihr könntet da vielleicht... Ich weiß nicht. Hättet ihr eine Idee? Vielleicht kann man mit dem Schwert das Schiff zwingen, sie herbeizuholen? Gib mir deine Hand, Jalan. Einen Moment. Okay. Welche? Ich betrachte mal die immer noch schwarze Hand so ein wenig. Die hier oder lieber eine... Die schwarze, ja. Nun gut. Dann wird einfach daraus versuchen, die Verbindung zum Schiff herzustellen und Jalans Knappen ausfindig zu machen. Ja, würfel mal eine Gassenwissenprobe. Nicht erschwert. Sie befindet sich im Unterdeck beim Bootsdock. Sie befindet sich noch im Unterdeck, weiß dort, wo man mit Booten anlegen kann. Natürlich, wir sind dort durchgekommen. Alan betrachtet währenddessen etwas stutzig seine Hand. Was unheimlich ist das schon, oder? Einfach zu wissen, wo Dinge sind. Ja, ich... weiß, dass ich, nicht ganz wie Brindijan die magische Gabe in mir trage. Ich, als wir damals auf das Piratenschiff gegangen sind und geentert haben, du weißt noch, als wir bei Sanin waren. Ja, genau, ihr wart fort. Man hat euch später aus dem Meer gefischt. Genau, einer der Piraten hatte mich überwältigt und über Bord. Und ich habe mich in die Fluten gerettet und bin gesunken. Immer weiter und damals dachte ich würde gerettet werden, aber es war ein Anderswärtiger, der mir dort begegnete. Aber er war nicht da, um mich zu töten, vielmehr. Er hat mir die Gabe, die auch Brindijan hat, geschenkt und ich glaube, das ist nicht die einzige Gabe, die ich bekommen habe. Ja, zieht ein wenig die Augenbrauen zusammen. Ich denke, ihr solltet mit so etwas vorsichtig sein. Schließlich war es Oberats Ziel ja auch, den Menschen die Magie zu geben, indem man Dämonen dazu bringt, wenn ich mich recht erinnere. Sehe ich auch so. Vielleicht solltet ihr mal mit einem Geweihten des Herrn Freihaus sprechen. Ihr wisst schon, nur für den Fall. Brindijan meint ja. Ja, Jalan? Wenn ihr wollt, könnt ihr mich in Festung begleiten. Ich hatte gedacht, wenn sich die Zeit denn gibt, einen Besuch im Tempel abzuhalten. Brindijan meint ja, dass ich seit meiner Geburt diese Gabe hatte und dass. Ja, dass ich das einfach nicht wusste. Vielleicht wurde ich sogar deshalb zu einem Priester des alten Bruders
weil ich diese besondere Fähigkeit hatte. Aber, naja, weiß ja, die gelehrten Herren, die ziehen ihr Wissen immer nur aus den Büchern, die wissen das eigentlich nie aus der Praxis. Nun, sie sind aber auch am meisten damit vertraut. Wie auch immer, seid vorsichtig. Magie kann man das nie zu Genüge sein. Ich werde gehen und meine Knappen aufsammeln. Alles klar. Wenn es Neues gibt, melde ich mich. Ansonsten werde ich mich darum kümmern, dass wir unten so etwas wie ein paar Schlafgemächer bekommen, dass auch jeder sein eigenes Bett hat oder seine eigene Bank. Sehr wohl. Einfach mit euch. Danke. Auch mit dir, Jalan. Jalan wendet sich dann zum Gehen, bleibt vor den Steuerfrauen noch mal kurz stehen und schaut die Piranianer an, die ja angeblich die Tochter eines Markgrafen sein soll. Schüttelt kurz den Kopf und geht dann die Treppe hinunter. Epadaios! Was ist los? Und wo rufst du? Von unten, vom Deck, wo ich gerade bin und meine Übung mache. So, ja, ich gucke ja gerade aus dem Fenster raus und Schau dann einmal raus. Du siehst ein bisschen später hier oben an den Außenläufern des Unterdecks, das vom Offizier, die Decke vom Offizierscasino. Decke von der Offizierscasino dort, wo auch die zwei Geschütze sind, siehst du ihn dann auftauchen. Er schaut runter, du hast seine Aufmerksamkeit. Warum sind wir langsamer geworden? Das weiß ich auch nicht. Ich habe gerade meine Übungen gemacht. Jetzt haben die schon wieder daneben geschossen. Wie soll ich ihnen was beibringen, wenn wir nicht konstant Geschwindigkeit halten? Nun, wir werden vorerst einmal diese Fahrt versuchen aufrechtzuerhalten. Ist das ein Problem? Brauchst du die schnellere Fahrt? Ich brauche einfach nur eine konstante Geschwindigkeit. Mir egal, ob das schnell oder langsam ist. Wie soll ich denn Ziele hier ins Wasser werfen, wenn es sich permanent ändert? Du schaust auf der anderen Seite deines Decks hinunter und kannst sehen, dass die Spinnenbeine jetzt wohl nur noch gehen anstatt laufen. Die Geschwindigkeit ist also wirklich merklich rausgenommen worden. Die Geschwindigkeit soll beibehalten werden. Viel Erfolg mit den Zielübungen. Dann verlasse ich mich da drauf, ja? Alphadaros verschwindet wieder und geht dann hoch. Für die Antwort, dann gehe ich jetzt wieder. Celeste, du darfst widersprechen, aber erzähl niemandem von dem Gespräch, was ich vorhin mit Magister Bondigian geführt habe. Verstanden? Jetzt erklär mir das. Diese Arche, sie kann rennen, sie kann gehen, aber sie kann nicht beliebig lange rennen. Stimmt das? Fiona schießt gerade zum zweiten Mal daneben, denn jetzt hat die Arche angehalten. Die Beine, ja, klappen so ein bisschen weiter nach unten, sodass er jetzt mit eurem Bauch auf der Wasseroberfläche nicht unbedingt klatscht, aber euch langsam niederlasst. Ihr hört ein lautes Brüllen, wer Torwalsch kann, hört, dass es ein lautes Schiffwort ist. Epadaios! Ihr haltet ja schon wieder! Nun, was hast du damit auf sich? Warum? Epadaios! Können wir nicht wieder Fahrt aufnehmen? Wir sind erschöpft. Wir müssen tanken. Und was? Du kannst spüren, wie ein Muskel, wie Adern die Beine in die blutige See tauchen und Wasser in das Schiff gepumpt wird. Neues, frisches Unwasser. Gut. Sobald ihr damit fertig seid, folgt dem alten Kurs und nehmt normale, stetige Fahrt auf. Verstanden? Dein Wunsch sei mir Befehl. Gutes Mädchen. Derweil im Unterdeck. Bootsdock.
Jalan kommt gerade durch die Tür hinein, beziehungsweise das große Tor, und du kannst erkennen, wie da wohl Myria direkt an so einem Dreckloch hinunterhängt, mit den Füßen im Holz. Und sie streckt sich wohl gerade nach ihrem Schwert, was ihr wohl rausgefallen ist, was sie sich besorgt hatte, und ja, macht ihren Körper gerade lang, als sie dann sieht, wie du da gerade kommst. Guckt dich ein bisschen an, legt den Kopf so ein bisschen schief, damit sie dich dann da auch erkennt, weil sie, wie gesagt, gerade von der Decke baumelt. Myria, wie? Warum? Ich weiß es nicht. Ich hänge hier schon viel zu lange. Hol mich runter. Ja, natürlich. Warte. Ein Erstmal bisschen eben. plötzlich. Hör mal, meine Liebe, du hast vielleicht eine Weile hier gehangen, aber das ist kein Grund, unflätig zu werden. Du siehst ganz schön ausgeschlafen aus. Ich würde sie hauen, aber so hoch komme ich vermutlich nicht. Also doch, wenn du Axt. möchtest, kannst du sie hauen. Also ungefähr 3 Meter Deckenhöhe. Dadurch, dass sie jetzt von oben nach unten hängt, sind das dann, hängt sie ungefähr auf 1 Meter im Kopf. Ja, also sie ist jetzt nicht ganz 2 Meter groß, aber so ungefähr, wenn du jetzt schon nach ihr schlagen willst, geht das. Nee, ich will sie erstmal rausholen. Ne? Moment. Pack sie einmal kräftig an beiden Armen und ziehe. Au! Meine Füße! Hör auf, du brichst mir was! Jetzt hol eine Axt! Meine Güte! Ich hänge hier seit Also. 6, 7 Stunden, ich weiß es nicht genau. Warum hast du nicht gerufen? Ich habe gerufen. Niemand hat gehört? Nee, Himmels sie Willen. sind Ja, einfach wieder ich. weggegangen. Mein Gott, Jalan, was ist mit dir los? Hol Jetzt bin eine ich. Axt. Hör mal, Fräulein. Bisschen mehr Respekt. Noch bist du hier die Knappin. Das ist wohl das Blut, was mir im Kopf läuft. Kannst auch sehen, Vermutlich. wie ihre Augen rot sind, die ganzen Adern teilweise auch geplatzt sind. Himmels Willen. Ja, ich komme gleich wieder. Ich los und suche mir zwei Leute, die Äxte in der Hand haben. Ja, auch du spürst dann, wie sich das Schiff langsam ablässt und wie Unwasser durch die paar Astlöcher gluckert. Und du dann ungefähr bis zu den Knien im Unwasser stehst. Es ist kalt Ja. und warm zugleich. Und schmierig. Fast eine ölige Konsistenz. Ja, du bist froh, dass es nicht noch tiefer steht, und sonst würde Myria ohne Zweifel ertrinken. Beeile ich mich wohl besser. Bewege mich zum Mitteldeck und schaue mich mal um. Wer finde ich denn zuerst? Du findest die Leute, du kannst sie dann auch befreien, Alles gar kein klar. Problem. Also dauert dann ungefähr eine halbe Stunde und währenddessen pumpt dann das Unwasser weiter in das Schiff. Bisschen schneller haken, verdammt nochmal. Wir haben nicht ewig Zeit. Dann platscht es einmal, Myria knallt mit dem Kopf ja, in das Unwasser, rollt sich einmal geschickt ab und verzieht sich dann nach oben in ein Bett, um mal richtig auszuschlafen. Ihr habt derweil ganz andere Probleme. Brindijan konnte sich so ein bisschen beruhigen, hat dann natürlich auch mitbekommen, dass das Schiff stehen geblieben ist. Und dann, nach einiger Zeit, gibt es Gerufe von oben. Schiffe nähern sich. 4 Stück. Wird immer besser. Ich brauche mal einen W20, denn ihr tankt jetzt ein W20 pro Tag an. Möchtet ihr einen Schicksalspunkt benutzen? Hab keinen. Möchte Ich jemand weiß. anders? 3, 2, 1. Okay, dann sammelt ihr 6 Aktionspunkte, während ihr hier regeneriert. Ja, es nähern sich Schiffe. Und zwar, wie gesagt, 4 Stück. Ah, wer ruft denn hier schon wieder? Magister? Ich habe nicht gerufen, nein. Könnt ihr denn das sehen? Ich höre Schiffe. Ja, Brandija läuft mal zur Seite. Ich stand bis eben, hatte ich mich mal in Bug gestellt, um so ein bisschen irgendwie alleine sein zu können, ein bisschen nachdenken zu können. Hat man da schon irgendwas gesehen oder scheint die von irgendeiner anderen Seite zu kommen? Die kommen von direkt vor euch, also den groben Kurs. Ihr seid aktuell in Richtung Norden ausgerichtet und die Schiffe kommen aus Nord-Nordwest. Wir fahren, glaube ich, direkt auf sie zu, ja dann. Sind wir in etwas. Was haben Sie auf den Flaggen stehen? Und was haben wir eigentlich? Ich schau mal kurz hoch auf der Flagge stehen. Selbstbeherrschungsprobe. Oh je, Sekunde.
Oh, das sieht gut aus. Ja, geschafft. Die Dämonenkrone. Ach du. Du da, Seemann, Gernot, kletter da hoch und hol die Fahne runter. Dämonenkrone, warum hat das keiner gesehen? Ich laufe. Ja, lässt alles stehen und liegen, hatte gerade wohl so einen Speer, den er noch beiseite geschafft hatte, und rennt dann die 21, den Aufbau nach oben. Na gut, Brindisian, ihr habt auch scharfe Augen, was seht ihr? Auf den Fahnen meine ich, nicht, dass da Schiffe sind. Lass mich mal nachsehen. Brindisian stellt sich dann so an, nach Steuerbord und versucht mal so schräg nach vorne zu sehen, ob er da an den Segeln oder Fahnen oder irgendwas schon erkennen kann. Wie weit sind die ungefähr weg noch? So, dass ihr jetzt die Segel erkennen könnt. Also Flaggen wird verdammt schwer. Das könnte man vielleicht mit einem Adlerauge oder sowas nachregeln. Also Sinnenschärfe Probe erschwert um 18, wenn du jetzt keine weiteren Hilfsmittel hast. Und aktuell hast du kein Objektiv oder sowas in der Hand. Und die Segel erkenne ich? Ist da schon irgendwas sonst erkennen? Die Segel sind weiß. Okay. Also es sind keine schwarz-roten Segel, das wäre ja per se immer schlecht, aber weiß kann halt alles sein. Dann wird Brindisian sich mal kurz konzentrieren. Kleinen Moment. Genau, und dann halte ich mir die Hände an die Schläfe und spreche dann den Adlerauge Luchsenohr mit Konzentration auf meinen Sichtsinn. Ja, alle anderen dürfen auch mal eine Sinnenschärfeprobe machen. Sie ist nur erschwert um 10 für die anderen. Doppelheit ist immer drin. Heute nicht. So, das ist misslungen mit dem Modifikator. Verlierst du jetzt die Hälfte an... Oder möchtest du ein schickes Chip benutzen? Warte, Brindisian hat sich das doch erleichtert, oder? Mit Zeit lassen? Das wäre dann minus 4, nicht plus 4? Habe ich jetzt nicht gesagt, wäre sicherlich sinnvoll gewesen, ja. Das wäre aber auf keinen Fall plus 4, oder? Oder wo kommt die her? Ich wollte auch gerade fragen, wo kommt die 4 her? Für den einzelnen Sinn, aber das ist ja halbiert, ne? Für jeden Magier das auch noch. Genau. Erschwernisse. Ja, dann hau nochmal die Spormods rein, also... es ist okay, kannst dir Zeit lassen, dann... Sollte ja, dann hätte ich einen... THP Stern müsste ich dann haben. Das heißt, wie viel Erleichterung auf deine Sinnschärfe? Ich kriege jetzt doppelten THP Stern und wenn ich jetzt meine Sinnschärfe schaffe, dann erkenne ich halt, ja, alles, als wenn es vor mir wäre. Also 18 war es erschwert, hast du gesagt? Richtig. THP Stern 1 mal 2 sind 2 Punkte Erleichterung. Bzw. THW-Aufschlag sogar.